So, ein wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Clicker Hero Quatsch. Zu Minecraft Creative Server Let's Play. Was mir tun sein aufgefallen. Ich hatte letztens vollkommen vergessen. Ich wollte euch ja Minecraft. Was laber ich gerade? Doom zeigen. Und zwar, ne, ich meine, Doom 1 kennt ihr, also Doom 1 und Doom 2 kennt ihr ja. Hey, hier so von der Grafik her, ist eher so, ne, eher so einfach gehalten. Und jetzt gibt's aber, ne, man sieht so alles so, alles eher so einfache Strukturen und so. So, und jetzt könnte man halt denken, okay, ne, weil halt alles so einfach ist, könnte man denken, okay, damals die Spiele, die konnten halt nicht mehr, ne, war halt so. Deswegen wurde ja dann auch gesucht nach Alternativen, wie zum Beispiel die Build Engine und sowas alles, aber es geht offensichtlich doch besser, weil, wohlgemerkt, mit der gleichen Engine, also mit Vanilla Doom, also diese Engine, die 1990 oder 91 bzw. 92 auf den Markt kam, mit der wäre, oder ja, also technisch gesehen ist halt auch das möglich. Und hier sieht man schon, das Ganze ist wesentlich umfangreicher gestaltet von der, ne, hier von der Grafik her. Aber alles mit Limitierungen, die so 1:1 mit der originalen Doom Engine möglich sind. Ja, man ignoriere bitte diese Grafikfehler hier. Das ist, weil ich zwei Mods kombiniere. Und zwar einmal Doom for Doom und einmal Eternal. Back to Saturn X. Ne, und hier sieht man schon, so das Grafische. Es ist halt eigentlich geil. Ultra geil. Auch der Sound. Das war so damals möglich. Ich hab das. Ich habe dieses Spiel, wie gesagt, genauso wie ich es jetzt gerade spiele, auf einem uralten DOS-Rechner laufen. Und dann läuft es jetzt genauso. Und hier sieht man schon. Ne? So richtig, da hinten auch mit Brücken und sowas, obwohl es ja hieß, ja, sowas geht in dieser Doom Engine gar nicht. Ja, Pustekuchen. Schaut hier. Offensichtlich geht's ja wohl doch. Ne, so richtig komplexe Map-Gestaltung. Schöne Farben, geile Geometrien. Und sowas ist halt. Hätten sich damals schon die Map-Entwickler ein bisschen mehr Mühe gegeben, hätten sie aus der Engine, wie man sieht, viel, viel mehr rauskitzeln können. Also ich möchte jetzt natürlich im Nachhinein nicht den Map-Entwicklern hier irgendwie, ne, ans Bein pissen, so nach dem Motto, Doom ist scheiße. Aber man merkt schon, dass halt der Unterschied zwischen einer Firma und, hab ich gerade Firma gesagt? Ja doch, genau, Firma ist richtig. Zwischen einer Firma und einer Fangemeinde. Eine Firma ist halt immer ein bisschen unter Zugzwang, also unter Geld, ne? Also man darf nicht zu viel Geld dafür springen lassen, sprich, also es darf nicht zu lange dauern, man muss es wirklich schnell auf den Markt bringen, weil man ja auch Gewinn davon erwirtschaften muss, um überleben zu können und so weiter und so fort. Und deswegen machen die halt das, was innerhalb eines gewissen Rahmens möglich ist. Das heißt aber noch lange nicht, dass das auch das ist, was technisch möglich wäre. Weil, das sieht man ja, ne, bei Back to Saturn X und bei Doom 4 Vanilla, die Fans, die haben halt keinen Zeitdruck. Also die können wirklich alles das
experimentell probieren, was ist halt möglich und können die ganzen Sachen halt vorher halt auch wirklich über längere Zeit ausklügelnderweise realisieren, ohne dass sie halt darauf achten müssen, nee, das würde jetzt von der Entwicklung her zu lange dauern, das können wir auch so nicht machen. Und dementsprechend können die halt wirklich das machen, was halt technisch auch möglich ist. Und nicht nur ein Bruchteil davon, also minimaler Bruchteil davon. Wirklich quasi gar nichts davon. Okay, lange Rede, gar keinen Sinn. Das wollte ich euch halt nur mal gezeigt haben. Wir machen hier natürlich Mindtest Let's Play, klar. Was? So. Ja, sieht gut aus. Oh, du schon auch alles? Hoffe ich doch. Gut, das heißt, wir legen jetzt einfach mal los. Auf los geht's los. Achso, das ist falsch. Das sieht schon besser aus. So, Musik habe ich aus, sehr schön. Ach ja. Und da sagt mal einer, Vanilla Doom ist langweilig und scheiße, ne? Meine lieben Herr Zuschauer. Ja, wo waren wir eigentlich? Wir haben... Doch, beim Hotel. Genau, wir waren ja dabei. Nee, bei der Mine. Da haben wir ja Stein abgebaut, damit wir jetzt Stein haben, um beim Hotel weiterzubauen. So wird ein Schuh draus. Okay, das heißt, ja. Ich würde gerne aber trotzdem langsam mal vielleicht auch da unten unsere Mine weiter nach unten bauen. Weil wie gesagt, wir brauchen auch unbedingt irgendwann mal solche Sachen wie Sulfat oder ähnliches. Außerdem haben wir letztens gemerkt, dass unser Mese langsam eng wird. Das heißt, bevor wir jetzt hier weiter bauen, ich meine, wir haben jetzt die letzten Folgen gebaut, gehen wir vielleicht tatsächlich mal wieder in unsere Mine runter und bauen den Minenschacht vielleicht sogar noch ein bisschen weiter. Was brauchen wir dafür? Ich nehme mal hier das mit, damit wir uns ein paar Spitzhacken bauen können unterwegs. Dann brauchen wir natürlich auch noch viele Spitzhacken Holz. Und eigentlich bloß noch Nahrung. Das war's. Ja, komm her damit, her damit. So, beziehungsweise nein, du bist mal da. Beeren reichen aus. Rüstung haben wir. Schwert brauchen wir noch. Schippe können wir auch mitnehmen, falls wir da Geröll oder sowas haben. Mehr brauchen wir aber eigentlich nicht. Beziehungsweise das Rainbow-Schwert lassen wir mal tatsächlich fast hier und nehmen erstmal unsere anderen Schwerter hier mit. Wobei, Silberschwert ist besser als Stahlschwert, also nehmen wir erstmal nur das Stahlschwert mit. Ne, immer das Schlechteste zuerst aufbrauchen. Und was wir auf jeden Fall mitnehmen, unser Seil. Moment, wir werden gerade mit 12. Haben wir nicht mittlerweile massig Seil gemacht? Hä? Wir haben doch mittlerweile massig Seil produziert, oder nicht? Bin ich jetzt gerade auf Koks oder so? Hm, ja, war so. Na gut, 12 Seil muss reichen. So, dann nehmen wir mal hier so viel mit, bis der Stack, den wir haben, voll ist. Also siehst du, gleich mal was essen und dann könnte es sogar richtig passen. Einmal zu viel. Scheiße. Okay, dann würde ich mal sagen, wir gehen einfach mal runter. Halt! Fuck, müssen wir wieder hoch. Wir können endlich mal Wassereimer mitnehmen. Das Gold. Oder ist das was anderes? Achso, sehen wir jetzt gerade auch gar nicht. Den müsste ich jetzt erstmal abbauen. Ne, ist Gold.
Boah, Alter, was tue ich hier gerade? Klar, Ronny, rennt in irgendwelche super dunklen Höhlen rum. Vollidiot. Ab nach Hause mit dir. So. Wassereimer nehmen wir endlich mal mit, damit ich mal daran denke. Also, habe ich ja jetzt. So. Weil für irgendwas braucht man einen Wassereimer, wo ich immer runterrenne und dann immer bereue, dass ich kein Wasser mitnehme. Jetzt weiß ich nur nicht, wo das war. War das. Nee. Das war irgendwo. Irgendwas mit Lava. Hier aber nicht, ne? Hier da hinten gibt es ja eine Schlucht runter. War das hier irgendwas? Wobei, hier haben wir ja alles. Hier ist ja alles fertig. Hier ist ja überall Dingsterbumster. Gut, hier kann ich nochmal nacharbeiten. So, dann setze ich einfach mal den Wassereimer da so hin. So, und dann bauen wir hier mal Stück für Stück Obsidian ab. Warum ist hier drunter bereits alles Obsidian? Hä? Verstehe ich nicht. Ach, hier ist das Lava. Okay, reicht doch langsam. So, da haben wir schon Obsidian mitgenommen. Und hier ist wieder alles. Obsidian. So. Aber irgendwie bezweifle ich, dass es das war, was ich damals gesucht hatte. Da gab es auch einen richtigen Grund für, wofür wir Wasser brauchten. Irgendwas wollten wir immer mal machen. Ich weiß noch nicht mehr was. Ah gut, ab jetzt nehmen wir auf jeden Fall immer den Wasser einmal mit. Da kann ich jetzt nie wieder vergessen. Beziehungsweise ich packe den mal hier hin. So. Hier auch nicht. Auch nicht. Wow. Ich kann aber keinen kleinen Schaden. Oh, jetzt habe ich einen bekommen. Ist das hier. Ist das Silber? Das ist Silber, oder? Oh ja, hier ist auch eine Höhle. Das würde auch erklären, warum hier Silber ist. So, hier ging es irgendwie hoch, genau. Da oben, nee, das ist da oben ist auch kein Silber. Das sieht mir aus wie irgendwas anderes. Was irgendwie. Genau, Zinn. Aber immerhin jetzt schon wieder 5 Silberklumpen. Das ist doch schon mal ein bisschen mehr als davor. So, dann ist hier auch noch Silber. War Silber das, was wir gebraucht haben, so unbedingt? Oder wovon wir nur so wenig hatten? Oder war das was ganz anderes? Das war irgendwas. Nee, das war was Bläuliches. Warte mal kurz, wir gucken mal ganz kurz. Ja, das hier war's. Zink war das. Ah, okay. Zink hat aber nur so wenig. Okay, dann war das gar nicht Silber. Uran, Alter, Uran. Okay, das heißt, dann gehen wir doch mal erstmal runter. Dann war das mit dem Zink gerade, mit dem Silber gerade ein bisschen umsonst, befürchte ich. Oh, das ist ja schon Ende. Hier ist ja schon Ende. So, und wir gehen jetzt einfach an dieser Stelle direkt weiter nach unten.
Oh. Mir fällt gerade auf, wir haben da kein Holz für Leitern dabei. Ja, ich könnte das Holz nehmen, aber dann müssen wir später daran denken, wieder Holz also hier reinzupacken. Und daran denke ich garantiert nicht. Das heißt, es wäre dumm. Ah gut, wir machen es trotzdem. Ach, doch, wir hatten hier massig. Okay, siehste, da haben wir es doch. Sehr schön. Wir haben also doch noch ein bisschen was. Dachte schon, ich bin dumm hier oder so. Ne? Also. Gut, wir nehmen mal 10 Stück mit. Damit wir daraus immerhin ein bisschen was machen können an Stöckern. Für den Fall, dass wir es brauchen. Werden. Tun, machen müssen. Haben wir auch eine Sima-Formel? Nee, ne? Doch, da. So. Ja, das war super intelligent. Was suche ich hier gerade? So. Bam. Dankeschön. Oh. Meine erste Axt ist kaputt. So. Ne, Eisen haben wir ja. Durch die haben wir jetzt doch schon einen Verbrauch gehabt. Das ist Zink! Ja, Silber meine ich doch. Nein, doch Zink. Nein, was? Ist doch egal. Oh, Alter, richtig viel Ressource hier. Siehst du, war doch richtig, hier einzubrechen, wollte ich gerade sagen. Zu bauen. Gut, hier ist nur noch Kohle wenden, aber hier ist zum Beispiel Lead, also Blei oder was auch immer das war, oder Sulfat. Nee, Quatsch. Sulfat ist das, was wir noch brauchen. Alter, es geht mit dieser Regenbogenspitzhacke, geht das Scheiß alles so schnell. Da muss ich aufpassen, dass du nicht selbst den Fuß unter den Boden weg. Ja, klar. Den Boden unter den Füßen wegbaust, baggerst und dann irgendwo reinfliegst hier. Wobei dieses komische Lead-Zeug, das brauchten wir gar nicht so dringend. Erstens haben wir davon noch massig. Also, naja, massig nicht. Haben wir davon noch was? Und zweitens war das sowieso etwas, was irgendwie, was wir nicht so unbedingt brauchten. Ich weiß zwar nicht mehr, was es war, aber irgendwas war das schon. Irgendwas, was wir nicht brauchten. So, jetzt haben wir auch endlich wieder hier. Ach so, das Chrom. Das ist schon wieder was Neues, Mann. Oh, ich brauche doch Zink. Das ist doch scheiße. Egal, wir haben jetzt schon viele neue Materialien. Also nicht neu, aber jetzt haben wir schon viel Material von dem, was wir teils schon haben, aber jetzt neu haben. Ey, ich habe sogar den Spot hier mit der Leiter ganz heile gelassen. Digga, war alles geplant. Oh. Oder auch nicht. Ja gut. Das kann ja mal passieren. Schätze ich mal. Dankeschön. Hat jetzt nur wieder Zink. Zinn. Alles mit Zink. Zinn, Mann. Zink wäre ja das, was wir brauchen. Das ist aber leider nicht. Oha, jetzt muss ich mal ganz kurz aufpassen, dass wir, ich glaube, wir sind schon zu weit zu unten. Zu unten, klar. Alter. Einige Doktor. Achso, was soll ich überhaupt rum? Wir können weitere Leitern bauen. Boah, Alter, hat genau. Alter, was ist denn heute los? Das hat ja genau gereicht. Upsala. Jetzt habe ich gerade eine neue Spitzhacke angefangen. Nett. Alter. Oh! Noch mehr davon? Das war. Ach, war Silber. Scheiße, Mann.
Keiner hat mich lieb. Alle hassen mich. So ungefähr. Wow, wow, wow. Das war gerade sehr riskant und ultra super dumm. Oh, wieder Eisensträhne hier. Oh, Gold haben wir auch wieder ein bisschen. Eisen und Kupfer, das sind zwar jetzt wahrscheinlich so die Sachen, wo wir am meisten verbrauchen, zumindest so in letzter Zeit. Das heißt, da werde ich jetzt immer mal ein bisschen mehr mitnehmen. Holz. Sehr schön. 88 Leiter haben wir. Perfekt. So. Danke dafür. Ach, schon wieder nur Chrom. Jetzt habe ich haufenweise Chrom, Alter. Was ist denn hier los? Auch schon wieder aus wie Chrom. So, mal wieder Paletten hier anbringen. Ja. Hat ja gut funktioniert hier. Ich krieg eine Krise. Oh, Kupfer. Kupfer ist gut. Oh mein Gott, schon wieder Marble. Oder Marmor. Boah, Alter, selbst mit der Regenbogenspitzhacke ist das langsam. Alter Schwede. Na gut, da nehme ich jetzt am besten gar nichts mit, weil das brauchen wir eigentlich gar nicht. Das Zeug. Das klumpt nur wieder mein Inventar zu. Ich mag diese Eisensträhne immer, wenn hier so massig Eisen ist an einem Fleck. Oh, hier ist eine Höhle. Apropos Höhle, mir fällt gerade auf, wir haben gar kein Holz dabei. Gar keine Fackeln dabei, mein ich doch. Eigentlich wäre es fast sinnvoller, wenn ich das erstmal nach unten baue. So. So. Kann ich mich hier einfach gerade durchbauen und komme dann viel besser hier an die ganzen Ressourcen ran.
So, jetzt wieder nach unten bauen. Kommt da einfach Sand? Ich glaub's ja. So, ich würde gerne mal ein paar Fackeln aufstellen, müssen wir uns aber erstmal welche bauen. Technisch gesehen kein Problem. Wir haben alles dabei, was wir brauchen. Okay. Sehr unwegsames Gelände. Ah, ne, kein Bock. Wenn es jetzt eine richtig schön große Höhle gewesen wäre, okay, aber es ist ja nur so ein Canyon hier. Das ist mir vom Weg hier einfach zu ungemütlich. So, jetzt können wir wieder ein paar Hammer bauen. Im Hammerbau sind wir super Hammer. Okay, gut, das war jetzt nicht so. So, wir haben noch 30 Leitern. Ich glaube mal, da wird tatsächlich unsere Spitzhacke zuerst ab, in Geist aufgeben. Interessant. Perfekt. So schnell möchte ich auch mal im echten Leben essen können. Nein, ich bin doch jetzt kaputt. Fuck my life, fuck my life, fuck my life. So. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal wieder home. Warum eigentlich? Ich habe keine Ahnung. So, was haben wir jetzt mittlerweile so alles eingesackt? Kein einzigen Zink. Kein bisschen Zink haben wir eingesammelt. Ist ein bisschen traurig, erklärt aber auch, warum wir gerade so wenig Zink haben. Wir haben noch einmal Zink. Ein einziges Mal. Das ist ein bisschen traurig, ist das schon. So. Tja, die Frage ist, wie kommen wir einfach an Ressourcen ran? Wenn wir unsere vorhandene Höhle weiter erforschen, dann brauchen wir aber halt massig Kerzen. Oder wenn wir versuchen, lieber in die Tiefe zu bauen, da brauchen wir zwar erstmal eine Weile, um, na, ne, also die Frage ist halt, wann die nächste Höhle kommt, kann halt sich um ein paar Minuten, aber auch um Stunden / Folgen handeln, bis wir die nächste große Höhle finden. Wenn wir überhaupt eine finden, ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Welches Risiko ist kleiner? Weil die große Höhle, die wir schon gefunden haben, die ist ja mittlerweile quasi komplett ausgeleuchtet. Also das, was erstmal so ordentlich erreichbar ist,
Da haben wir mittlerweile schon ordentlich geplündert. Ha. Ich würde tatsächlich erstmal am Plan festhalten, tatsächlich weiter nach unten zu bauen. So, wie sieht's hier aus mit Holz? Na, guck doch mal, Alter, das ist doch hier ordentlich. Ach, hier haben wir noch richtig Holzbretter. Alter, da kannst du richtig rumbrettern. Ja, ich habe gerade den Witz gebracht. Kommt damit klar. So, das heißt, danke. Ach, wir hatten bereits was in Eimer? Hä? Verstehe ich nicht. Haben wir nicht letztens einen gebraucht? Und dann keinen gehabt? Oder hatte ich den Wassereimer erst danach hier reingepackt? Gute Frage. So, weißt du was? Ich gehe mal jetzt zum Lager und lager tatsächlich mal meine ganzen Steine aus, die ich schon habe. Beziehungsweise, warte mal ganz kurz. Ich pack am besten direkt mal den nächsten Wusch in die Öfen rein. Das könnte sinnvoller sein. Backpack. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann packen wir mal die Steine, die wir jetzt schon haben, mal ins Lager, sowohl die Cleanstone als auch die normalen. Und die kümmern wir uns dann später, wenn wir wieder am Hotel weiterbauen. Wozu habe ich eigentlich diesen wunderschönen Weg gebaut, wenn wir einfach immer querfeld einlaufen? Ich verstehe das nicht. Oh, wir haben das Ding letztens gar nicht aktiviert. Upsili. Kann ja mal passieren. Aber du müsst jetzt leer sein, ne? Ja, genau, du bist leer. Sehr schön. Ja, das kann ja mal vorkommen, würde ich mal sagen. Lol. Und so. Ist halt so. So. Ich mach mal anders. Ich mach mal hier oben jetzt frei und dann. Weil die Kiste ist bereits voll. Ja. Von daher mache ich das lieber so und dann packe ich die alle manuell hier rein. Und ganz ehrlich, wenn ich gerade sowieso schon dabei bin, kann ich eigentlich auch gleich die Kiste hier manuell entleeren. Ach, wir hatten jetzt sogar noch massig Klings. Wir haben in der Kiste noch massig Cleanstone. Oh, Alter, hätte ich das mal gewusst, bevor wir mit. Alter, wir brauchen ja gar keinen Cleanstone mehr. Wir brauchen allgemein Cleanstone mehr. Na super. Es ist ja jetzt nicht so optimal gelaufen, würde ich mal sagen. Ja. Sand haben wir auch noch massig drin. Alles das, was wir letztens gesucht haben. Haben wir hier noch richtig massig drin gehabt in der Kiste. Ist jetzt nicht euer Scheiß ernst. Das ist jetzt nicht euer Scheiß ernst. Das ist, nein, 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 nein. Bin ich nicht mit einverstanden. Akzeptiere ich nicht. Könnt ihr euch schon mal selber befriedigen hier. Das ist ja... Ne du, finde ich nicht geil. Gar nicht. So, jetzt haben wir ordentlich Holz. Achso, siehst du, die Holzstämme lasse ich sogar erstmal so, weil wir haben hier noch massig Holzbretter. Die können wir auch noch verbrettern. Gut, noch 88. Ah ja, klar, haben wir gerade erst einen Stack gesammelt. Einen ganzen Stack. So, dann würde ich mal sagen, ab in die Höhle.
Boah, Alter. Huh. Hä? Ich habe gerade schon wieder keinen Schaden bekommen, obwohl ich eigentlich mächtig Schaden hätte bekommen müssen. Verstehe ich jetzt nicht wirklich, aber okay. Dann ist es halt so. Ich meine, es ist ja nicht so, dass was dagegen hätte, dass ich Schaden bekomme. Dass ich keinen Schaden bekomme. Also, was? Ist doch egal. Aber es ist halt doch schon ein bisschen seltsam. So, wir machen mal so und so. Dann machen wir mal so. Okay, wieder 22. Wieder 22, lol. So, dann haben wir jetzt 104 Leitern. Oh, jo, könnte reichen. Mal gucken. Achso, wir brauchen noch Stöcker. Ha. Für Werkzeuge und so. Dam, dam. Dam, dam, dam. Ich mach mal eine. Dann mache ich mal vielleicht noch eine. Ach komm, drei reichen erstmal. Yeah, Kupfervorrat. Nice. Habe ich sehr gerne. Denn, wie gesagt, Kupfer brauchen wir doch für ein paar mehr Sachen jetzt mittlerweile. So scheiße schnell. Ey, das ist ja hier, du bist ja richtig im Rausch, wenn du hier so einfach mal so komplett loslegst. Ja, ich weiß, Kohle brauchen wir eigentlich gar nicht so sehr, aber ich nehme es einfach mal mit, damit wir noch ein paar, muss ich auch mal ein bisschen hier noch mal ein paar Fackeln bauen können zum Beispiel. Und weil es gerade einfach ist. Und wie man sieht, da wo massig Kohle ist, sind doch massig andere Sachen. Das ist wirklich echt, das ist einfach befriedigend, wenn du wirklich einfach deinen Mauszeiger einfach in eine Richtung hältst und da einfach alles verschwindet. Das ist ja hier eine Massenvernichtungswaffe. Ich meine, das eine große Wermutstropfen, dass es halt dafür auch relativ schnell kaputt geht, der bleibt zwar, aber es ist halt trotzdem scheiße schnell. Da kannst du nichts gegen sagen. So, sind wir richtig? Ja, sind richtig. Nochmal schön Eisen hier. Easy. Aber können wir uns ja doch vielleicht mal doch wieder ein paar Hammer bauen. Oh, hier ist eine Höhle. Fackeln da. Gut, sogar eine schön offene Höhle. Ah, nee, doch eher ein Canyon. Schade. Ich weiß, ja, in Canyon gibt es natürlich auch viele Ressourcen, aber Canyon ist halt immer so schwer, so schlecht begehbar. Von daher sind halt richtige Höhlen, vor allem so richtig schön große Höhlen, halt am liebsten, weil da kannst du dich halt relativ gut ja austoben, was so halt, ne? Und
Da kommst du nicht so schnell in die Bredouille, dass du irgendwo nicht mehr hochkommst oder dass das irgendwo ein Weg zu Ende ist und du wieder zurück musst die ganze Strecke. Ist halt schon was anderes. Ich bin anders als die anderen kleinen Mädchen. Nee. Würde ich sagen, andauernd irgendwelche Leute, dass ich mich anhöre wie Peter Griffin. Nee. Finde ich gar nicht. Verstehe ich nicht. Halt! Habe ich da gerade was links aufblitzen sehen? Oh mein Gott, da ist echt. Da war gerade ernsthaft noch Kupfer. Kupfer. Okay, sehr gut jetzt. So, meine Damen und Herren, weiter geht's. Habe ich schon eine Folgenpause gemacht? Nö. Upsi. Na gut, dann wird die nächste Folge halt ein bisschen kürzer. Bis dann.